Peace, Leute, was geht ab? Ich bin Marvin. Ich bin Kelvin. Und heute gibt's die Melonen-Wettess-Challenge extrem. Bam. Yes, wir haben zwei riesige Wassermelonen. Ja, und die sind richtig fett. Und wir machen ein Wettessen. Genau, aber anders. Jeder von uns hat ein Buttermesser. Und zack. Die Challenge besteht darin, jeder muss seine eigene Melone noch selber aufmachen. Ja, aufschneiden. Genau. So viel essen, wie er kann oder halt aufessen. Wer erster fertig ist, der hat gewonnen. Genau. Also, und da wir wissen, dass die Melonen unterschiedlich schwer sind, werden wir die vorher auf die Küchenwaage tun, um zu messen, damit man dann am Ende sehen kann, wer mehr gegessen hat, mehr Inhalt gegessen hat. Ne? Ja. Falls wir beide das nicht schaffen, dann gucken wir, wer mehr gegessen hat. Dann wiegen wir nach. Ja, und der Verlierer kriegt eine Strafe, die kommt am Ende, Leute. Genau. Und ich würde sagen, wir wiegen erstmal ab. Die Melonen ab. Ja. Ich hoffe, die Waage kann das so. Ja, ist, glaube ich, über ein Kilo, ne? Und? Ne, scheiße, wie machen wir das jetzt? Zu schwer. Brauchen die richtige Waage? Eigentlich brauchen wir jetzt eine richtige Waage, ne? Okay, wir holen kurz eine richtige Waage. So, Leute, die richtige Waage ist am Start. Jo. Und jetzt wird mal nachgewogen hier, ne? Boah. Boah. Alter, so viel? 10,6 Kilo. Warte, schreib mal auf, meine 10,6. Genau. Alter. Ich dachte so, ja, keine Ahnung, 3, 4 Kilo. So, 10,6 meine. Okay, jetzt. Oh, 10,2. Also fast gleich, ja? Gut. Okay, ich würde sagen, wir legen hier noch ein bisschen Frischhaltefolie aus, weil das wird eine Matscherei. Genau, deswegen würde ich sagen, meinen ganzen Tisch einmal, ne? Ja. Okay, Moment, ich gehe nochmal kurz auf Toilette, weil da ist sehr viel Wasser hier. Bis gleich. So, bist du bereit? Auf jeden Fall. Wir haben jetzt beide also, hier unsere Messer. Du darfst schneiden, wie du willst. Also wir können jetzt so machen, wie wir wollen. Ja, kannst machen, wie du willst. Wer mehr Inhalt von seiner Melone isst, der gewinnt. Schafft, zuerst, der gewinnt. Ja. Ich überlege gerade, wie ich die Stücke mache. Ich überlege auch gerade. Man muss ja erstmal so eine Hälfte vielleicht. Erstmal so. Bam. Okay, ich habe richtig. Ich habe einen guten Plan. Hand auf deine Hand, auch wenn ich das abrufe. Ja, ich habe einen sehr guten Plan. Echt? Hast du einen gesehen? Ja. Leute, ich weiß gar nicht, ob ich alles schaffen werde. Ja. Wassermelone ist so sättigend wegen dem ganzen Wasser. Wir haben unsere Gewichte, sind gespannt. Ja. Und ja. So ready? Ja. Warte, warte. Ey, Rocky. Rocky darf nicht bei mir essen. Rocky behindert uns gerade ein bisschen. Marvin, bist du bereit? Ja. 3, 2, 1, go! Ja. Oh mein Gott. Ja. Hätten wir einen Löffel jetzt, egal, aber Pech. Haben wir nicht, nur ein Messer. Nur ein Messer. Mehr. Boah, das füllt mir weg, oh ne, Scheiße. Ist das mit dem Buttermesser überhaupt machbar ist, ist voll krass, ne? Okay, so kann man das eigentlich runter essen, ne? Jetzt. Oh mein Gott. Guten Appetit. Sehr frisch. Boah, wie so saftig. Oh mein Gott. Voll viele Kerne, Mann. Mhm. Die werden wir alle. Alles voller Kerne. Ich bin lustig auf Klo. Bist du die mit oder was? Ja, musst du, oder? Keine Ahnung, kannst du entfernen. Das sind ja nur Kerne, Mann. Ey, das füllt den Magen so krass, ne? Mhm. Ich glaube, wir müssen besser wiegen, als ob wir das alle schaffen. Mhm. Besteht das zu 80% oder so oder 90% aus Wasser, ne? Mhm. Ich hab eben noch Feuchtel getrunken, Scheiße. Kann sein, dass sie schlecht ist? Die sieht ein bisschen ausgelutscht aus, ne? So das weiß sie. Ist das normal, Resi? Ich weiß es nicht. Leute. Weil die war schon hält. Bevor Marvin in den Urlaub geflogen ist, haben wir die Melone gekauft. Ich weiß jetzt nicht, ob die schlecht ist. Kannst du mal kurz googeln, Regi? Merkmale, Melone abgelaufen oder so irgendwie sowas? Digga, oh mein Gott! Hätten wir es abgedreht, bevor du geflogen wärst. Was ist es hier? Guck mal bitte kurz. Boah, das Ding ist, ich bin schon krank, wenn ich jetzt noch kranker werde, oder was? Ja, das wär's jetzt nicht. Ne, Junge. Ja, also diese weißen Stellen sind komisch. Oh, ist alles weiß. Ja. Boah, Alter, denkst du, die ist abgelaufen? Guck mal kurz. Die wurde auch nicht gekühlt, ne? Resi, einmal nachgucken.
So, Leute, wir sind wieder back. Wir haben uns jetzt gedacht, wir machen jetzt anstatt Melone Wettessen, Wasser trinken, Wetttrinken. Genau, Wetttrinken quasi. Genau. Wer es schafft, mehr Wasser in seinen Magen zu pumpen. Wir fangen jetzt an mit einer 1,5 Liter Flasche Wasser. Und wir sind schon relativ gut gefüllt wegen der Melone. Die war so ja, wässrig. Die ist ja auch wässrig, also ist das ja fast das Gleiche. Genau. Und ja, wer mehr schafft, der gewinnt. Ja, ganz einfach, ne? Falls wir die beide schaffen, holen wir eine neue und dann geht's ganz normal weiter. Werden die trinken, bis einer nicht mehr kann einfach. Genau. Ohne Zeit diesmal? Ohne Zeit, einfach. Okay, ohne Zeit. So, die erste Flasche hier mal. Okay. Dann stoßen wir ready. Let's go. Go. Schon mal erledigt. Gleich die andere Hälfte. Und heute müssen wir viel auf Toilette auf jeden Fall. Ja, wie immer, der Verlierer kriegt eine Strafe. Mhm. Harte Strafe am Ende, wie immer. Bleibt. Alter. Digga. Ich spüre richtig, wie mein Bauch sich füllt. Aber wird dir nicht schlecht bei sowas? Ich spüre das gar nicht. Nein, ich spüre gerade nur meinen Bauch. Wie das Wasser da ist schön platt. Boah, der ist gerade so aufgebläht. Boah, ey, krass. Warum ist der so klein? Hm. Hä? Ich habe heute noch kaum was gegessen. Ja, okay. Das glaube ich dir. Die Flüssigkeit. Richtig voll. Hm. Oh mein Gott, was geht ab? Ein guter Trick, wenn man nicht so viel fressen will. Einfach Wasser haben, ihr seid gefüllt. Ja, aber das ist kein Ersatz, ja. Oh, alles schwimmt gerade im Bauch. Ich spüre das alles gerade. Mhm. Und sonst ist das nie so krass. Das ist heftig, ne? Weil es da schnell reingegluckert ist, ne? Oh. Ich weiß noch, wo wir nicht bei der Challenge, wo wir nicht pinkeln durften, wo wir auch diese Wasserflasche getrunken haben. Das ist ja am Ende richtig heftig, dieses Wasser. Wie viel haben wir da getrunken? Eine ganze und dann noch so ein Stück. Ja, das ist 2 Liter. Ja, das ist heftig. Boah, das ist nicht. Ich hab heute schon eigentlich viel getrunken. Ich auch. Ich hab viel Tee getrunken. Ich trank nicht. Egal, die schaffe ich auf jeden Fall. Oh. Oh. Boah, das ist eklig, ne? Oh, nochmal. Man denkt ja auch nur noch Wasser, aber es kann so schlimm sein. Gib auf. Gib du auf. Gib auf. Da muss ja nichts mehr reinquellen, ne? Noch weiter, auch wenn mein Bauch platzt. Magen, ne? Das ist, weil ich so viel über den Tag getrunken hatte schon. Und die Melone und so. Boah, ich platze, ich platze. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Kannst du nicht mehr? Ich kann nicht mehr. Gib's auf? Ich hab so viel Flüssigkeit über den Tag getrunken. Ja. Ich gebe auf, Leute. Ich kann echt nicht mehr. Ja! Ich kotze mal. Ja! Was bin auf kurz zum Kotzen. Durch Wasser, Alter. Ja. Okay, ich hab gewonnen, ne? Ja. Du gibst auf? Ich gebe auf. Nice. Okay. Ich würde sagen, wir verdauen das Wasser kurz. Und dann sehen wir uns bei der Strafe wieder. Leute, ich würde sagen, heute mal ganz simple Strafe. Und zwar musst du den Rest einfach mal trinken. Digga. Du musst. Das ist so unkreativ, aber trotzdem so heftig. Leute, diesen Rest. Scheiße. Musst du jetzt trinken. Oh nein. Das ist krass, wir haben nicht mehr großartig verdaut, hast du jetzt gerade direkt gesagt. Ja, ja. Oh Mann. Ein bisschen schneller muss schon sein. Okay. Kurz schlucken, dann wieder. Mhm. Oh, ich schnell gehört, jetzt kommen wir hoch. So ein Scheiß. Ja, ist scheiße. Komm, ist nicht sehr viel. Das Stück noch. Bring mich mal um, ne? Easy. Bitte bleib zusammen, ne?
Was geschafft? Alter. Komm. Warte. Ja. Alles leer. Oh. Mir geht das nicht mehr. Oh mein Gott. So, jetzt noch das hier? Nein. Ey, stopp. Wir sagen, das reicht mit der Strafe. Boah, ich bin auch noch so voll. Okay, Leute, das war's mit der eigentlich Wassermelon-Challenge, die jetzt umgewandelt wurde zur Trink-Challenge. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, Leute. Für mehr so Challenges könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, welche Challenges wir noch machen sollen. Genau, weil sonst könnt ihr uns folgen auf Instagram und Snapchat. Einmal hier Marfit und hier Calvin für die. Folgt uns dann mal auf den neuesten Stand. Yes. Ansonsten checkt noch unseren Merch-Shop ab. Erster Link in der Beschreibung. Schöne Grüße an Alpha TV. Bam! Du bist die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auch von uns begrüßen wollt, müsst ihr uns einfach nur abonnieren, direkt daneben auf die Glocke klicken und dann noch aktivieren. Und immer eine neue Nachricht, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Geiler Service. Yes. Dann schreibt in die Kommentare Hashtag Glocke aktiviert. Wir auch sehen, ihr habt die Glocke aktiviert. Mit ein bisschen Glück wetten wir Schienen wieder ein und grüßen euch. Und dann sonst würde ich sagen, bis morgen. Ciao.